Im heutigen Video möchte ich euch gern einen kleinen Unterschied zeigen zwischen Originalen und Plagiat im Stempel- und Stanzenbereich. Hallo zusammen! In meinem heutigen Video möchte ich euch eben den Unterschied zwischen Original und Plagiaten erklären. Am auffälligsten ist es im Stempelbereich. Im Stanzenbereich habe ich zwar was hergerichtet, ob ich den Unterschied jetzt gleich erkennen kann, weiß ich nicht mehr. Das Problem ist, ich habe von manchen entweder das Original und kein Plagiat oder das Plagiat und kein Original dazu. Wie ich dazu gekommen bin, als Anfänger ist es einfach schwierig, wenn man nur ein geringes Budget hat, sich alle Stempel zu kaufen, die man haben möchte. Man braucht eine gewisse Grundausstattung und gerne ist man bereit, dann weniger zu zahlen, obwohl das eigentlich ein Schwachsinn ist, weil meistens hängt es mit der Qualität zusammen. Ich wollte euch das jetzt dann nochmal zeigen mit meinem Stempelreinigungspad, aber irgendwie scheint es Beine bekommen zu haben, weil da, wo ich es zuletzt gesehen habe, ist es verschwunden. Also wenn ihr Kinder zu Hause habt, lasst nichts rumliegen, es verschwindet. Warum auch immer. Immerhin habe ich meinen Acrylblock noch da. Als Anfänger ist man froh, wenn man ein bisschen Geld sparen kann. Und durch diese Asiaten-Shops, ich nenne sie jetzt nicht bei Namen, weil ich möchte jetzt nicht dafür Werbung machen, ich verlinke euch die ganzen originalen Stempel, die ich euch jetzt zeige. Auch wenn es jetzt nicht die Originalstempel haben, die ich gekauft habe. Was für mich als erschreckend war als Anfänger, ich habe gedacht, ui, das sind so schöne Motive in China, die sind so toll und die gibt's nicht. Und bei einem Stempel ist mir das schlagartig klar geworden, dass ich eigentlich ein Plagiat kaufe. Und das finde ich für den Designer oder für die Hersteller extrem unfair ist, wenn man das, ich sage auch die Preise nicht dazu, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich verlinke euch die Originalstempel zu den normalen Preisen, weil ich werde dann die mit der Zeit entsorgen und werde mir dann die Originale kaufen, weil ich denke auch mal, dass die Plagiate dann nicht so halten werden. Mir kam das jetzt so vor, als ob das jetzt irgendwie ein Tabuthema wäre. Man darf die Meinung darüber nicht sagen, weil sonst wird man angegangen. Wenn man sagt, Plagiate sind scheiße, ihr macht da Urheberrechtsverletzung und so. Aber wenn man als private Person bei diesen Asienshops einkauft, denkt man in den ersten Moment nicht daran. Und wenn man vor allem von der Materie keine Ahnung hat, schaut man ja eben auf den Preis, dass man sparen kann. Aber je länger ich hier drin bin und in den bestimmten Gruppen drin bin, wo man sich Rat holt, wird einem das schlagartig klar. Vorteil ist von den Asiatenshops eigentlich nur der Preis. Die Lieferdauer ist extrem. Man wartet zwischen 2 Wochen bis 3 Monate darauf. Ich dachte, ich fange jetzt einfach mal mit den Stempel an. Bei den Stanzen, sage ich mal, sieht man überhaupt keinen Unterschied. Also ich denke auch die Action-Artikel, die Stanzen, was wir kaufen, sind in China natürlich produziert, kommen aus den Niederlanden, ist aber in China produziert. Und die werden das auch in Großmengen einkaufen, daher der günstige Preis. Also ich will euch das gar nicht absprechen. Ihr könnt es in den Asien-Shops kaufen, wie ihr wollt. Das stört mich jetzt nicht, aber ich möchte euch halt einfach mal aufklären, dass man doch ein bisschen aufpassen sollte. Ich bin froh, dass manche Stempel es da gar nicht gibt, aber mein Auge ist da schon ziemlich draufgefallen und da hatte ich leider schon einige Bestellungen aufgegeben. Als mir das dann mit einem bestimmten Stempel aufgefallen ist, weil von den Unmengen Sachen, die es gibt, hat man kaum einen Überblick. Und ich habe in meinem Lieblingsshop im Kreativbund geblättert, einfach von ganz vorn, weil mir nicht diese Hersteller nichts sagten und nichts. Ich habe einfach angefangen, Stempel vom Preis aufsteigen, von den niedrigsten nach oben und habe da durchblättert und durchblättert, weil mir gedacht habe, jetzt schaust du mal, was gibt's denn da? Und dann bin ich erschrocken über einen Stempel, der kostet normal 20 Euro. Ich verstehe auch warum und ich möchte euch den zuerst zeigen. Da ich Drachenfan bin, habe ich als erstes, wo ich den Shop Kreativbund noch gar nicht einmal gewusst habe, dass es den eigentlich gibt, so, bin ich auf diesen Stempel aufmerksam geworden. Das ist ein Drache. Das ist
A5-Format, Just Imagine. Und ja, leider fehlt mir jetzt das Vergleichsobjekt. Das wollte ich jetzt noch bestellen. Das war dieser Stempel. Was mir auffällig ist, der Stempel ist sehr weich. Wenn ich jetzt mein Stempelpad wiederfinden würde, dann würde ich euch zeigen, was das Gemeine dran ist. Bei manchen ist so, da löst sich erst schon mal die Folie, die Farbe ab und klebt halt dann auf dem Stempel. Der ist jetzt ein bisschen schwarz durch die Stempelkissen. Wenn ich das praktisch hier, jetzt habe ich auch den falschen Stempelblock drauf mache und ziehe das so rüber über mein Stempelkissen, dann flutscht der Stempel runter von meinem Acrylblock. Ich habe auch das Gefühl, dass das nicht so richtig klebt. Also Pink Fresh Studio ist das. Ich verlinke euch den nochmal. Pink Fresh Studio. Später ist mir noch aufgefallen, diese da, diese Katze, die habe ich jetzt öfter schon benutzt und die gefällt mir recht gut. Da geht schon mal die Folie runter. Normalerweise hält das fest, aber hier, das löst sich schon und das, das hat fast, ja gut, da hält es jetzt schon, fast keine Klebekraft. Das ist auch hier total weich. Die Katze ist von Katzelkraft. Ich bin auch dementsprechend erschrocken wieder. Im Februar, März habe ich die Bestellung schon getätigt, bevor ich überhaupt richtig angefangen habe mit dem Ganzen. Die Lamas, die habe ich auch irgendwo gesehen. Ich kann euch aber leider nicht sagen, wer der Hersteller ist. Da muss ich jetzt dann nochmal nachschauen. Und dann werde ich euch das verlinken. Also ich finde die super toll, diese Lamas. Am schlimmsten fand ich das jetzt auch von diesem Lieblingsshop Create a Smile, Variate im Umlauf sind. Also heutzutage denkt man ja, wird ja eh alles in China produziert. Warum sollte man das dann nicht sparen? Unterschied ist schon mal, also es sind zwei verschiedene. Das ist die Weihnachtsstempel, die gibt es bei Create a Smile. Und das sind die Wünsche. Es sind genauso viel drauf. Das müssten jetzt sein 1, 2, 3, 4, 5, 40. Gut, das sind 36, das sind 40. Was mir als erstes auffällt, das packe ich das da nochmal raus, das glitzert irgendwie mehr, das nicht. Bei Create a Smile ist so, da steht immer auf dieser Folie drauf, von wem das ist. Auch geht das hier ein bisschen runter, man hört, und bei dem hört man nichts. Diese Stempel sind leicht klebrig, diese hier nicht. Wenn ich mir jetzt diesen lang runter mache, genau, da rührt sich gar nichts, da kann ich dran rumdrücken, wie ich will, der geht nicht runter, der gibt auch nicht leicht nach, das geht ganz, na, ich hoffe, das ist immer ganz schwer, die sind leicht klebrig von der Produktion, und bei dem, der geht ganz leicht runter, also wenn ich den nehme, nochmal, da habe ich Schwierigkeiten, den von der Folie runterzukriegen, wobei, okay, bei mehrmals ablösen, glaube ich, geht es dann auch schneller runter. Aber den da habe ich zum Beispiel überhaupt noch nie benutzt. Der geht ganz leicht runter. Der hält da gar nicht fest. Und wenn man jetzt das sieht, der Unterschied ist dieser da. Vielleicht sieht man das. Der ist ganz weich. Der ist ein bisschen dünner. Der dicker. Wenn ich den nehme, also den kann ich gar nicht, der flutscht. Und da habe ich, wenn ich den so nehme, dann bin ich gleich unten und beim anderen ist so ein Widerstand. Das ist jetzt einer von den Unterschieden. Wenn ich jetzt den da drauf klebe auf meinen Block, ja, der hält schon mal gar nicht mehr, kriegt den nicht gescheit drauf und der ist immer schief. Egal wie man es macht, machen wir jetzt nochmal den Vergleich, den klebe ich jetzt auch da oben hin. Also wie ich schon gesagt habe, der klebt bombenfest, da kann man dran drücken, wenn man will. Und den da, den kratze ich hier schon runter. Den habe ich noch nicht benutzt, also den oberen. Da kann ich drücken, wie ich will. Der verrutscht nicht, der bleibt da so kleben. Ich kriege den auch hier einfach so drauf. Der verrutscht nichts. Das Wort ist grad, nicht schief und schäps. Bei dem ist das Problem, man klebt es hin und dann ist der schief. Oder er verrutscht halt gleich. Und das ist dasselbe, wenn ich jetzt das über dem Schwammi oder über dem Pad drüber ziehe. Das bleibt da dran kleben. Und hier löst sich das regelmäßig, weil das hat ja auch keine Klebekraft. Und ich möchte jetzt auch nicht wissen, ob da irgendwelche Weichstoffe drin sind, die eigentlich bei uns gar nicht zugelassen sind. Ich möchte euch bloß den Unterschied zeigen.
Ihr müsst euch das ja selbst entscheiden, kauft es oder kauft es nicht. Ich muss halt bloß dazu sagen, wenn es jetzt gewerblich ist, es erst recht verboten, sowas einzuführen. Das China hält nicht immer das, was es verspricht. Ich hatte dann auch Schwierigkeiten mit dem Versand, dass ich gar nicht gewusst habe, stimmt das jetzt überhaupt noch oder nicht, oder haben die mich jetzt beschissen. Mir gefällt das überhaupt nicht. Wenn ich jetzt das schon anfasse, da kriege ich jetzt schon wieder eine Krise. Das hält überhaupt nicht. Nee, da wären wir auch nicht Freunde. Also hier dasselbe. Das ist definitiv kein Original. Es geht wieder da. Die sind total dünn. Ich kann die biegen wie Butter. Wenn ich es da drauf mache, es ist schneller unten, als was man glaubt. Also Weichmacher. Wahrscheinlich ohne Ende drin. Hoffentlich hasst mich jetzt keiner dafür. Wer schon öfter mit diesen Einhörnern gestempelt hat, der weiß, wo sie her sind. Das sind definitiv CC Design. Das ist sogar noch gut gemacht. Man sieht hier eigentlich auf den ersten Blick überhaupt keinen Unterschied. Nur, dass es jetzt nicht in der Originalverpackung ist, sondern es wird wirklich in so einen Plastikbeutel geliefert. Die sind auch nicht, überhaupt nicht klebrig. Da, man kann es jetzt auch sehen wieder. Die sind hier. Wenn ich jetzt da wieder drüber ruppeln würde, wäre das sofort wieder unten. Und das hat dann für mich keinen Sinn. Da kriegt man dann auch die Farbe nicht mehr runter. Weiß ich jetzt nicht, zu wem das gehört, aber die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß es leider den Hersteller nicht. Man freut sich drüber, im Endeffekt ist man dann nur geschockt, wie viel das gibt. Also ich habe da gar nicht gezielt gesucht. Ich habe bloß, am Anfang hat mir das gefallen. Und man dachte, ah, schau her, da sind ja diese schönen Einhörner, was die anderen immer auf Karten benutzen. Bei den Videos habe aber natürlich nicht nachgedacht. Da werden viele produzieren in China. Warum soll ich es mir dann nicht gleich in China kaufen? Ist ja deutlich billiger. Aber es bringt nichts. Jetzt möchte ich euch dann noch eins zeigen. Von dem weiß ich nicht, ob das jetzt original ist, ein Plagiat oder ob das wirklich von China selber produziert ist. Ich glaube es jetzt inzwischen nicht mehr. Bei dem merkt man es schon extrem. Hier ist schon mal der schon total verbogen. Ich kriege den gar nicht hin. Man sieht es hier zum Beispiel einem Mal noch. Da habe ich den Stempel eh schon gleich weggeschmissen, weil Schreibfehler drin in Deutsch. Dann statt wie bitte haben sie wie bitte. Und das weiß ich bis heute nicht, was das heißen soll. Beb Ocker. Und auch hier, das ist genau dasselbe. Mit denen hatte ich eben diese Schwierigkeiten, dass dann dieser Stempel, wenn ich ihn aufgeklebt habe, nie richtig gerad ist. Der ist immer schief. Es sind zwar nette Sprüche drauf, aber mir schreckt es schon extrem ab. Am extremsten ist es von diesem Einhorn, wenn ich das nicht selbst gesehen hätte, dass das später alle dann gepostet haben und CC Design hätte es auch nicht geglaubt, aber es ist wirklich so. Von den Stanzen hätte ich jetzt was hergerichtet. Da habe ich euch schon mal was gezeigt, mal in einem anderen Video, wo ich überrascht war, weil auf der Stanze China drauf stand und war aber vom Stanzen-Shop. Ach, jetzt kriege ich es nicht mehr raus. Die ist von China, das weiß ich. Und die da ist vom Stanzen-Shop. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch erkennt. Auf den ersten Blick schauen es gleich aus. Sie haben auch dieselbe Größe. Das ist Stanzen-Shop, das ist Stanzen-Shop und das ist China. Wobei bei denen war in dem Backel auch China drin gestanden. Was mich jetzt mal interessieren würde, ob das jetzt am Material erkennbar ist. Wenn ich jetzt so bieg, da oben ist schon ein bisschen, naja, das ist nicht gescheit ausgefräst. Da unten sieht man es auch. Es kann aber auch sein, dass ich es wo abgeschnitten habe. Dass das irgendwo da dran gehängt ist, weiß ich jetzt nicht. Und wenn ich jetzt das da so nehme, ganz leicht, würde ich sagen, ich spüre das ganz leicht dicker. Also wenn ich da bieg und das, ich habe den Eindruck, ich weiß es nicht, dass das leichter zum Biegen ist. Ich kann es euch ja auch nicht sagen, ob das wirklich so ist. Das ist zum Beispiel ein Sisix. Original Sisix hat immer hier eine Einprägung drin. Gut, lässt sich natürlich auch ein bisschen biegen. An den Stanzen, glaube ich, erkennt man das überhaupt nicht. Was ist jetzt da original und was nicht? Jedenfalls diese habe ich dann auch schon mal gesehen irgendwo. Und das Schlimme ist ja, man muss ja nicht direkt in so einem China-Shop einkaufen gehen.
es reicht schon, wenn man über Amazon einkauft. Also es sind halt viele begeistert, es ist günstig. Es ist günstig, das ist jetzt zum Beispiel eine Action. Da kann man keinen Unterschied sehen, würde ich jetzt einmal sagen. Minimal. Damit aus China das auch besser produziert werden kann, müssen sie auch darauf achten, dass das Material billiger ist. Wobei das meiste vielleicht von den Billiglöhnen herkommt. Da sieht man es wieder. Bei den Sizzix haben sie es eingeprägt. Dass jeder gleich weiß, aha, das ist jetzt auch eine von Sizzix und das ist eine andere. Kann man jetzt nicht vergleichen, weil die ein bisschen anders ausschaut. Dann haben wir hier die, das sind die X-Cut. Ich finde immer, da ist das irgendwie, ich weiß nicht, ein Hauch stabiler. Das zeigt sich ja erst im Langzeittest, wie lange es die eine hält und die andere. Aber ich sehe jetzt da keinen Unterschied. Wenn ihr in Amazon bestellt, ich würde jetzt sagen, passt ein bisschen auf und schaut, wenn der Preis zu günstig ist, dann ist es nicht von Amazon. Man sieht es daran, dass es meistens auch 6 Wochen dauert, bis so eine Stanze kommt. Ich habe am Anfang eben auch diese Stanzen gekauft und dann habe ich festgestellt, ich brauche ja gar nicht so viele. Und es war jetzt erschreckend für mich an der Hand dieses Stempel. Also muss ich wieder sagen, dieser eine Stempel, da, ich weiß nicht. Ich finde es halt, wenn man weiß, wie die Stempel eigentlich normal sind, dass die sich viel anders anfühlen als die Originalhersteller. Heutzutage ist etwas schwer festzustellen, besonders bei den Stanzen, weil das kommt alles aus China. Action wird wahrscheinlich auch aus China viel bestellen. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt da gar nicht mehr so wohl, günstiger woanders zu kaufen als bei diesen Originalshops. Da warte ich eher lieber wieder, dass es solche Sale-Artikel gibt und dann kaufe ich mir das vergünstigt. Ich hab jetzt mein Stempelreinigungskissen gefunden, das befeuchte ich jetzt nicht. Ich wollte euch ja zeigen, wie das funktioniert. Da ist mein Acrylblock. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert. Hört ihr? Ihr hört fast nichts, gell? Dann nehme ich mal wieder mein gebrauchtes drum, klebe es hier drauf. Das klebt fast kaum und es ist dann auch immer schief. Das ist mir dann erst später klar geworden. So, und jetzt normalerweise, wenn es vollgestempelt ist, wird da gerubbelt. Und dann passiert das. Habt ihr es gesehen? Das drum ist runtergeflogen. Das ist schon mal eins, was mich bei diesem Billigzeug nervt. So, dann kommt jetzt das Original. Hört ihr das? Es klebt. Ich glaube, das sind jetzt zwei andere. Die habe ich mir erst kürzlich bestellt. Ich kriege es auch sehr schwer von der Folie runter. Ich klebe es hin. Ich spüre es auch hier. Es klebt. Ich kriege es kaum vom Acrylblock runter. Nicht so leicht wie vorher. Und es ist immer noch dicker als das andere. So, und jetzt, wenn ich das da drüber mache, es rührt und reibt sich nichts. Es bleibt an Ort und Stelle. Ach, ja, genau. Und schon geht es wieder nicht runter. Dann sind es diese Einhörner. Die sind leider immer noch nicht lieferbar. Original. Auch hier, wenn man die Folie. Ihr hört fast nichts. Dann nehme ich jetzt einmal eins von den großen. Es ist auch hier so, es ist sehr labbrig. Also kein Vergleich. Ich klebe es jetzt einmal da drauf. Man tut da, wenn ich jetzt so mache, geht es runter. Dann machen wir mal. Rubbel ich es zu fest, löst es runter. Gibt es ein bisschen mehr Geld aus. So, von dem CC-Design habe ich jetzt leider nichts. Machen wir jetzt nochmal diese. Ich rede das mal runter. Auch hier, man hört es immer wieder, es haftet. Und die kriegt man auch sehr schwer runter. Ich klebe es jetzt so drauf. So, da auch. Ich kriege das gar nicht runter, wenn ich da drüber mache. So, und dann ruppeln wir mal. Auch hier löst sich nichts. Es bleibt oben auf dem Acrylblock. Mittlerweile ist ja dann noch was gekommen, wo ich jetzt gedacht habe, das bekomme ich nicht mehr. Es war 3 Monate unterwegs. Eigentlich wollte ich bis dahin schon
das Original vom Hersteller direkt beziehen. Bin natürlich wieder zur Urschel. Ich bestelle immer das, was ich nicht brauche. Aber man sieht ja, das ist billig China und das ist original. Ich habe mir ein paar Übersetzer von Touch Tubadu. Ich weiß nicht sicher, aber ich glaube, das ist dieselbe Herstellerfirma. Ist zwar eine andere Vorlage, Stencil, aber ich glaube, das ist von derselben Firma. Und dann habe ich gleich von Action 1. Also das kommt definitiv aus China, das ist ja wohl klar. Und hier habe ich ein Billigteil. Ich denke mal, das ist von derselben Firma. Jetzt ist natürlich blöd, weil ich weißen Hintergrund habe. Haha. Na gut, hilft jetzt auch nicht besonders viel. Mein Bunter, aber hier seht ihr es. Das ist das aus China. Einen Unterschied kenne ich jetzt schon. Ich weiß jetzt nicht, wie die Firma heißt. Ich glaube, das ist auch Touch Tubadu. Vom Biegen her, vom Hinlegen. Also nicht. Da ist ein bisschen. Gut, das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, weil das dünner ist. Das kann sich auch leicht hin und her biegen. Während das doch ein bisschen, obwohl es leichter ausschaut, es ist stabiler, habe ich den Eindruck. Bei dem, was mir jetzt auffällt, das sind diese Stanzungen nicht ganz draußen. Also hier muss man das rauslösen. Es ist nicht ganz ausgestanzt. Weiß nicht, ob das jetzt auch bei dem anderen so ist. Und so aber ausgestanzt. Hier sieht man es hier. Wenn ich mir das anschaue, hier ist es fein säuberlich rausgestanzt, dass da hier so Ecken überstehen mit die Pfeile ist gewollt. Aber hier, der Stern ist nicht richtig ausgestanzt. Hier bei den Pfeile, sage ich mal, kann ich die Pfeile vergessen. Hier ist so ein Stern, sollte es sein. Der ist nicht gescheit ausgestanzt worden und hat jetzt hier eine Lücke hinterlassen. Eigentlich sollte das ja extra sein. Hier unten fehlt es auch. Das ist jetzt das Erste, was mir auffällt. Von den Uhren her finde ich es in Ordnung noch. Aber hier fehlt auch schon wieder was hier. Vom Material her ist es jetzt vergleichbar mit dem Original. Bei dem fällt es jetzt nicht so stark auf, weil das ist alles hübsch ausgestanzt. Bei denen fällt es mir jetzt ganz massiv auf. Das ist jetzt beim zweiten, was ich bestellt habe, genauso mit der Stanzung. Das ist nicht sauber. Ja, da sieht man es auch wieder. Seht ihr das? Da. Es ist nicht richtig ausgestanzt. Hier fehlt ein Eck. Ich kann praktisch hier das gar nicht auslösen. Entweder ich muss das jetzt dann nachschneiden, weil genau in der Mitte fehlt jetzt die Stanzung. Das heißt, für mich, ich kann eigentlich nur diese Ecke benutzen. Die andere kann ich vergessen. Das ist auch nicht so stabil. Und wenn ich mir das jetzt wieder anschaue, es ist alles ausgestanzt, wie es ausgestanzt gehört. Da war es auch nicht ganz ausgestanzt, war nur ein bisschen ein paar Reste, aber die Stanzung ist immer noch sauber. Da hat sie nichts verzogen, gar nichts. Das hier ist eine Action-Stencil. Das ist aus einem ganz anderen Material. Das ist schön glatt und es ist auch stabil. Und die Stanzungen sind auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob das die jetzt direkt vom Hersteller aus China kaufen. Auf jeden Fall ist das viel besser als das andere. Ich werde es lassen, weil mir hat es jetzt extrem genervt, dass da der günstige Preis ist. Ich warte ewig. Teilweise ist mir schon das Geld zurückgestattet worden, weil nichts gekommen ist. Und das finde ich jetzt dann schon ein bisschen schwach, weil ich möchte halt dann auch nicht immer ewig warten, um dann festzustellen, ups, ich krieg's dann doch nicht. Und was mir jetzt eben da wieder aufgefallen ist, eben wie ich euch gezeigt habe mit diesen Stempeln, Fehldrucke. Wenn ich jetzt nicht noch schon andere Stempel alle gekauft hätte zum Normalpreis, wäre mir das jetzt überhaupt nicht so aufgefallen. Aber mit diesem Stempelreiniger fällt es immens auf, dass eben sich diese Stempel lösen. Du kannst sie auch nicht richtig reinigen. Und das nervt. Wenn sie ständig runterflutschen. Und wenn ich das brauche und möchte es halt dann reinigen, dass ja nicht in den Drecker bleibt oder sonst was und dann flutscht mir das in einer Tour runter, da bin ich mehr beschäftigt, das Ding auszurichten, weil es ist ja teilweise die Texte dann dadurch, dass sie weiß sind, nicht einmal gerade und dann flutschen die mir mal raus
Und das finde ich dann auch nicht so toll. Und wie ihr gehört habt, wo ich die Stempel da, also, ja, die Stempelfolie runtergemacht habe, wie das direkt runter knackt und beim anderen hörst du gar nichts. Und die kleben immer noch. Aber wenn es, wie zum Beispiel diese Opossums, die habe ich jetzt sehr oft schon benutzt und sie kleben immer noch, so wie sie kleben sollen. Schreibfehler, dann sind die Stempel, wo man gerne hätte, haben auch gerade die Schreibfehler drin, weil sie ja zum Beispiel das Ö nicht kennen oder das IE vertauschen oder das Wort nicht gescheit lesen können, statt das Schaf ist mit der B hingeschrieben und das ist nicht wert und auch nicht für den billigen Preis. Wobei ich jetzt zum Beispiel festgestellt habe, bei manchen Stempeln, da geht es gerade mal um 1 Euro. Um 1 Euro und da ist es meiner Meinung nach nicht wert. Da bestelle ich lieber in einen Shop ein bisschen mehr, habe Versandkostenfreiheit auch ebenfalls, bin sicher, dass ich es auch bekomme. Plagiate sind, wie eben der Name schon sagt, vom Original eine Kopie gemacht. Meistens ist es das billigste Material, es ist nicht so stabil. Bei den Stempeln ist auffällig, sie sind viel weicher. Ich möchte nicht wissen, was für Weichstoffe ich ständig in der Hand habe, wenn ich mit denen stempel. Mir war das am Anfang nicht klar, aber eigentlich hätte ich drauf kommen sollen. Erst wo ich das gehabt habe und dann in meinem Lieblingsshop mal durchgeblättert habe, was es alles an Stempeln gibt, wurde es mir klarer und ich bin da noch mehr geschockt gewesen, dass viele von diesen namhaften Herstellern auch einfach kopiert werden. Das ist mit den Stanzen genauso. Hier ein Bruchteil vom Preis werden nicht angeboten. Bei den Stanzen sieht man das nicht so, außer sie sind wie bei Sissix hinten eingeprägt, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Stanzen vom Metall her biegsamer sind als die vom Originalhersteller. Der Designer macht sich Arbeit, die Hersteller auch, um das schöne Design auf den Markt zu bringen. Na klar ist es teuriger. Man kann jetzt da keine Vergleiche ziehen zu was anderem. Aber in der heutigen Zeit kommt halt alles, fast alles aus China. Wobei man jetzt bei dieser Krise natürlich jetzt festgestellt hat, es ist nicht alles gut, was aus China kommt. Und es ist erschreckend, was alles in China produziert wird, was bei uns gar nicht mehr produziert wird. Das fängt ja schon mit den Medikamenten an. Ich möchte euch das nicht abspenstig machen. Ihr könnt es weiterhin in China bestellen. Bloß ich möchte halt mit dem Video halt zeigen, passt ein bisschen auf. Die Designer haben sich ja da was vorgestellt und die Hersteller auch. Und das war ihre Idee und die wurde dann einfach mal geklaut. Ich weiß nicht, ob die Firmen dagegen vorgehen können. Soweit ich das immer gesehen habe bei Messeberichten, zum Beispiel mit Kugelschreiber und so, da wird das halt, was die verkaufen, wird dann eingesammelt wegen Patentrecht und solche Sachen. Ich kenne, sie halten vielleicht nicht so lang. Wie ich dem einen Stempel gezeigt habe, ist der Text statt wie bitte steht wird bitte. Und wenn es, sage ich mal, in jedem dieser Stempel drin ist und man hat zum Beispiel bloß 4 Euro dafür ausgeben, das Original kostet bloß 10 Euro, dann würde ich lieber das für 10 Euro nehmen als das für 4 Euro. Weil davon habe ich dann am längsten was. Und manchmal ist es diese Geizesgeil-Mentalität. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich möchte es günstig haben. Ich gehe auch in Action und Teddy, wo ich ja denke mal, okay, das meiste wird auch wieder aus China kommen. Es wird halt hergestellt in China und vielleicht hat es auch der Hersteller in China aufgegeben. Das wissen wir alle nicht. Deswegen ist es leicht zu sagen, wenn es der Originalhersteller auch in China produzieren lässt, warum soll ich es denn dann nicht auch gleich selber kaufen aus China? Wozu gibt es denn diese Portale? Viele Sachen kann man vergleichen, die sind auch gut. Ich habe mir da so Bambuspfeile von China gekauft zum Üben. Der Pfeil kostet 10 Euro das Stück und dort habe ich zum Beispiel, glaube ich, 10 Pfeile für 20 Euro gekriegt. Also plus 2 Euro pro Pfeil. Die waren im Endeffekt nicht schlecht zum Üben, weil die Spitze war zum Beispiel billig festgeklebt, also die ist mir gleich abgeflitscht. Ich möchte euch das nicht, den Einkauf nicht vermiesen. Es gibt bestimmt Sachen wie Perlen und solche Epoxidharz und solche Sachen und auch gute Sachen aus China gibt es bestimmt auch. Nur ich musste jetzt leider feststellen, im Bastelbereich gibt es sehr, sehr viel, was nicht echt ist. Man hört halt, wenn du zum Beispiel irgendwo was einkaufst und du kaufst dir zum Beispiel einen Turnschuh, wo Puma draufsteht und dann importierst dir und der Zoll fällt auf, aha, das ist kein Original. Wenn man aus Berichten sieht, wird das meist dann vernichtet und du kriegst gar nichts. Und im schlimmsten Fall, wenn du dann ein Gewerbe hast und machst es im großen Stil, weil das Unwissenheit schützt vor Strafe nicht,
Also wie gesagt, hab mit dem Drachen, das Pinkfresh Studio, kostet 20 Euro, dieser Riesenstempel. Kein Wunder, dass der so teuer ist. Das ist A5. Es ist ein einmaliges Design. Es ist schön, man kann alles damit machen. Für mich persönlich, ich möchte ja eigentlich die Designer und die Marken unterstützen und nicht irgendwelche nachgemachten Dinger kaufen, die dann nicht gut sind. Also ich habe schon einiges bestellt, mal so einfach aus Jux und Dollerei, Foliengerät oder was besorgt. Ich fand's nicht toll. Es ist bei mir angekommen für 1 Euro, glaube ich, und dann ist es im Abfall gelandet. Dann hatte ich mal Kuscheltiere bestellt, so ganz kleine, was weiß ich, für 1 Euro. So Giraffen, hab's dann meine Kinder gegeben, also war eigentlich für die Fenster zum drin. Gott sei Dank sind die nicht in dem Alter mehr, dass sie das in den Mund stecken. Und der Witz war dran, dass ich ein halbes Jahr später eine E-Mail bekommen habe, dass das gegen die, weiß nicht, gegen irgendeine Verordnung verstößt, dass da Giftstoffe drin waren, die Richtwerte nicht gestimmt haben. Und es stand wirklich in der E-Mail drin, man sollte dieses Kuscheltier vernichten, in den Abfall schmeißen. Jetzt musst du mal überlegen, ich hatte das 6 Monate, hatten das meine Kinder im Zimmer. Ich weiß nicht, ob da jetzt krebserregende Stoffe, das stand nicht dabei. Es stand nur drin, dass es diese Richtwerte und dem nicht entspricht. Man soll es vernichten. Also muss da schon was dran gewesen sein. Ich war da so erschrocken, jetzt weiß ich nämlich auch, warum ich da nichts mehr bestellt habe. Aber irgendwie bin ich halt im Februar wieder drauf gekommen. Bastelbereich, oh, schau mal, vielleicht gibt's da. Halt ein bisschen die Augen offen, spart's dann lieber das Geld, gibt's es dann in einem von unseren Shops aus oder bei diesen Marken. Die geben sich auch echt Mühe, wie Greta Smile zum Beispiel. Da habe ich letztes Mal als Handlettering einen Umschlag gekriegt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der Umschlag ist. Den wollte ich euch noch zeigen. Da war ich echt extrem begeistert. Das machen die auch nicht jedes Mal. Wahrscheinlich habt ihr die gerade Zeit. Falls ihr euch auch nochmal solche Aufklärungsvideo von mir wünscht, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich würde mich über ein Abo freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Eure Petra.